Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft. Die letzte Folge war der Livestream, jetzt die erste reguläre Aufnahme wieder. Und ich freue mich ein bisschen. Ich bin gerade ein bisschen happy. So. Ich würde sagen, wir legen direkt los. Ich habe überlegt, ob ich erst wieder ein normales Haus baue irgendwie. Ne? So ein kleines normales Haus. Aber ich denke, wir fangen direkt mit, ne? Also ich hätte schon gern direkt eine Burg und so. Also ein Schloss natürlich, klar. Nur es wird hier eine Burgmauer geben auf der Seite, dass man nur durch diese Burg, durch dieses Burgtor in das eigentliche Schloss rein kann. So als Brückensicherung quasi. Allerdings, weil die Sonne hier auch untergeht, ne, und nachts ist ja dunkel. Wir haben, stimmt, wir haben Eisen, warte mal. Wir haben Eisen. Warum ist ein Eisen eigentlich, ne? Ich habe doch hier nämlich noch eins, genau. Da können wir ein bisschen Holz dann mal farmen. So, mir belicht. Ja, mal gucken, was wir heute in der Folge machen. Ich bin mir noch ein bisschen unsicher. Zack. Erstmal holen wir uns jetzt Wolle. Dann holen wir uns ein bisschen Holz. Wie sieht es hier aus? 125 FPS, das ist wunderbar. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Da ist das Dorf, was so, wenn es im Dorn im Auge ist. Ich habe mir was überlegt. Ich würde schon gern trotzdem immer wieder mal so Minecraft streamen und sowas. Das Problem ist nur. Wo sind hier Schafe? Hier waren irgendwo Schafe, überall Kühe. Das Problem ist natürlich, wenn ich Minecraft aufnehme, ist es natürlich doof, wenn ich einen Livestream mache, dann spoilert ihr euch natürlich. Ne, im Verhältnis zum Let's Play dann. Darum habe ich mir überlegt, ich werde das so machen. Ich nehme immer für 2 Wochen auf. Also wenn ich zum Beispiel am Sonntag aufnehme, dann nehme ich so viel auf, dass alle 2 Tage, dass das reicht für 2 Wochen. Also für die Woche, ne? Also Sonntag, dann die Woche danach, wieder ein Sonntag, die Woche danach. Also dass es für diese 2 Wochen reicht, nehme ich an dem Sonntag auf. Und dann an dem dementsprechenden Samstag, da streame ich dann wieder. Also alle 2 Wochen streamen wir quasi. Also streame ich für euch natürlich. Ein bisschen Minecraft live. Und da können wir so was Größeres machen, wie zum Beispiel fürs Dorf abholzen und sowas, ne? Das finde ich auch ganz cool, das soll man abbauen. Strohballen. So. Schäfchen, wo seid ihr? Das ist Lava. Sehr geil. Tinkers Schmiede incoming. Perfekt. Also ich könnte schwören, dass ich aber Schafe gesehen habe irgendwo. Übrigens habe ich eine voll geile Idee mit diesem Plateau, ne? Das geht ja bisher her, das Plateau. Ich habe da eine voll gute Idee. Im Zentrum des Plateaus, wir müssen da mal ausloten, wo das Zentrum ist. Ich habe nichts zu essen mehr. Oh, das ist nicht gut. Wir müssen mal ausloten, wo das Zentrum ist. Denn ich habe mir überlegt, ich werde es vielleicht doch umbasteln. Und zwar werde ich das so machen. Im Zentrum des Plateaus wird es ein Dorf geben. Von diesem Dorf. Ja, wir brauchen ganz dringend mal. Das geht nicht? Okay. Vom Zentrum, also in dem Zentrum dieses Plateaus wird das Dorf stehen. Ein Weg wird dann weggehen zum Schloss, natürlich. Wo sind die Schafe? Ich habe doch Schafe hier gesehen auf dem Plateau. Ja, eine Straße wird davon weggehen zum Schloss. Dann wiederum wird eine Straße weggehen zum Hafen. Und komplett außenrum, ne? Um das Dorf wird quasi ein kleiner Weg führen. Und ganz außenrum, um das Dorf, bis zum Rand des Plateaus, werden überall Felder sein dann. So habe ich mir das gedacht. Also in meinem Kopf sieht das super aus. Gibt's da nicht.
Also ich versuche gerade Schafe zu finden, damit ich schlafen gehen kann, damit ich den Regen regulär ausschalten kann quasi. Durch Schlafen. Wir haben auf dem Plateau übelst viele Erdbeeren. Oder Himbeeren. Strawberries, ich müsste mal gucken. Ich glaube, das waren aber Erdbeeren oder Himbeeren. Nee, das sind doch Erdbeeren, oder? Hey, Maus. Arbeite mit. Problem ist, ich sehe die Schafe nicht. Nein, keine Schafe zu sehen, oder? Seht ihr was? Das ist halt, ne? Im Livestream könnt ihr jetzt fragen, seht ihr was? Könnt ihr sehen, wo die Schafe sind? Wenn ihr es mir in die Kommentare schreibt, bringt mir das ja jetzt auch gerade nicht viel, ne? Das ist so. Also es hat schon Vorteile. Und ich möchte das Streaming auch nicht missen jetzt, auch was Minecraft angeht. Ich will mich ja wieder ein bisschen verbessern nochmal. Ich habe da schon ein bisschen was vorbereitet. Also wenn ihr die Folge hier seht, könnte es sein, dass schon einige mitbekommen haben, was ich vorhabe. Also was ich angestellt habe, wieder. In so kleinen Teststreams. Das ist auch Lava, das ist gut. So, wir holen uns jetzt erstmal hier überall Essen und Beeren nebenbei. Wir haben schon sehr viel Erdbeeren oder Himbeeren halt jetzt. Sehr gut, hier ist noch mehr. Die retten uns gerade den Hintern, ne? Was Essen angeht. Ich weiß gar nicht, bei Life in the Woods ist es eigentlich so, dass man sich quasi, wenn man Hunger hat, dass der Charakter sich immer wieder selber wehtut. Immer noch so? Ist es noch so? Oder ist das jetzt mittlerweile so, dass der Charakter gleich instant stirbt, wenn der Hunger zu groß ist? Es gab manchmal Versionen, da war das so. Da ist der Charakter einfach instant dann gestorben, wenn er Hunger hatte. Das war auch ein bisschen gekascht war, aber na gut. Ich hoffe nicht, dass es diese Version ist. Wo gibt's denn immer Schafe? Das gibt's doch nicht. Aber ich wette, ich habe Schafe gesehen. Eigentlich sogar gleich dort, wo wir waren. Oder nicht? So, die Gärten. Natürlich werden wir uns auch ein bisschen was automatisieren. Das versteht sich von selber. So. Ach Mist. Hier hauen wir uns da rein. Das sind noch Blaubeeren. Die ganzen Bärenbüsche, ne, die sammeln wir uns nur allein. Dann machen wir irgendwo eine Rische. Wenn wir die alle von dem Plateau einsammeln, wir haben sehr viele so Früchte und so Zeugs hier, ne? Wenn wir das dann alles einsammeln, dann können wir auch im Dorf irgendwo. Achso, der geht nicht. Können wir uns im Dorf auch irgendwo so eine Art. Na, wie sagt man? Ist so eine Art Obstplantage bauen. Ach, guck mal. Da ist das andere Dorf. Das haben wir ja auch noch. Drüben irgendwo Schafe. Es geht echt. So, ich muss es tun, entschuldigt. Die Nacht machen wir nicht weg. Ja, das ist ja jetzt nicht so schlimm. Aber der Regen. Oh nee. Der macht richtig Debris. Und wir wollen ja nicht Depri sein, wir wollen gute Laune haben. Gute Laune. Ups. Wir gehen trotzdem gleich mal in das Dorf. Allerdings. Warte mal. Wir haben doch massenhaft Kühe, ne? Ich will ja hier nichts sagen, aber. Ja. Hm. Achso, da musste man das. Oh, ne, das ist zu kompliziert. Aber so ein Kleiner, der sollte drin sein. Einer wenigstens, ne?
Muschel, komm mal her. Tut mir leid, tut mir leid. Zwei Leder nur. Ich esse mal was. Ist natürlich jetzt, naja, die armen Kühe, ne? Wisst ihr, was wir machen? Dafür, dass ich das jetzt hier gerade mache, ne? Wenn wir uns dann, wenn ich dann die Farm und sowas aufbaue und alles, ne? Wir züchten Kühe nach, okay? Für das, was wir jetzt töten hier, züchten wir später Kühe nach. Das ist ein hochheiliges Versprechen. Oh, Mist. Das ist auch nicht so gut. Wir... Oh, hier ist noch ein Bärenbüsche. Sechse. Sieben. Huah. Okay, perfekt. So. Workbench. Also jetzt, wenn ich so hier rumlaufe auf dem Plateau, ne? Ist gar nicht so groß. Also das täuscht so ein bisschen. Wenn wir das dann aber schön begradigen, dass wir wirklich dort schön drauf bauen können. Also ich werde definitiv hier mir eine Ebene suchen und dann werde ich das komplett begradigen. Nicht jetzt, das könnte man im Stream machen. Aber da will ich definitiv erst Tinkers haben. Keine Panik, das mache ich nicht ohne Tinkers. Da brauchen wir echt Tinkers, das geht so nicht. Ne? Brauchen wir eine schöne Tinkers-Schaufel, dann geht das schon. Also keine Panik, das machen wir nicht mit einer normalen Schaufel. So. Das können wir da reinpacken. Das. Ich hol mal kurz ein bisschen Holz. Wir machen uns mal noch ein paar Kisten. Wieso habe ich jetzt die Errungenschaft gekriegt mit Holz? Habe ich die nicht schon? So. Zack. So, Essen. Nein, du bleibst hier. Wir haben auch schon Sojabohnen. Sehr gut. Die Erze können wir mal mit hier reinpacken. Die Kohle auch. Das behalten wir wegen Werkzeug. Essen behalten wir auch. Gut. Nee, hier. Nee. Ja, hier. Alles klar. Perfekt. Da haben wir jetzt wieder einen kleinen Rucksack. Fantastisch. Dum, dum, dum. Na, aller Anfang ist natürlich wieder schwer. Ich finde es schön, muss ich sagen. Leifen, du wurdest so viel, so wie Krimskrams überall. Ich bin euch sehr froh, dass ich von der 1.10 weggekommen bin wieder jetzt. Also ich, meine persönliche Meinung, 1.7.10, beste Version. Klar, performance-technisch vielleicht nicht unbedingt top, aber beste Version. Also mit der 1.7.10, wenn du ein schönes Modpack hast oder machen willst, da machst du echt nichts verkehrt. Da gibt es am meisten... Finde ich. Vor allem von guter Auswahl her, ne? Also, was an Mods und so gibt. Da macht ihr nichts verkehrt. So. Ich würde sagen, wir gehen mal in die Stadt da hinten. Weil hier sind überhaupt keine Schafe zu sehen. Wir haben wirklich keine Schafe gefunden, ne? Aber ich bin mir sicher, im Livestream habe ich Schafe gesehen auf dem Plateau. Also, ich dachte es mir zumindest. Nö. Da hinten sind auch Kühe. Ah ne, das ist Rispengras. Ich dachte schon, das ist wieder so die, das Zeug, das mir wehtut. Nö, 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 nö. Okay, ich würde sagen, wir gehen ins Dorf, ne? Geronimo! Voller Tatendrang, voller Elan. Ich will diesmal auch ganz früh. Huch. Oh, okay.
Ich will diesmal auch ganz früh mit Witchery anfangen. Ich mag Witchery. Es weiß niemand, dass wir da sind. Da ist ein Goblin. Die Architektur hier ist wieder beeindruckend. Ja, diese Baukunst ist wieder... Irgendwas Interessantes bei euch? Ah, eine Hexe habt ihr wieder drinne. Schön. Sorry, aber das ist echt... Kann man da ausschalten, ne? Oh, ich dachte schon, das war's jetzt. Nehme ich wenigstens Kupfer mit. Wenn ich schon hier unten hocke. Boah, ich dachte, das war's schon wieder. Ich will aber gar nicht eigentlich jetzt hier unten sammeln und so, ne? Aber ich kann die Ressourcen auch nicht hier liegen lassen. Diese guten Ressourcen. Wenn sie sich schon so einfach hergeben. Dann schnappen wir uns die doch. Oh, ich habe immer noch, ich zitter immer gerade ein bisschen. Das war jetzt ein bisschen. Gott sei Dank war das nicht so tief. Kupfer. Wir müssen bitte irgendwie wieder rauskommen hier, ist ja nochmal. Oh, ich denke, das kriegen wir irgendwie hin. Oh, Salz. Perfekt. Cool. Ja, wir bauen uns schon gleich irgendwie wieder hoch. Das kriegen wir hin. Kohle ist nie verkehrt. Money, ja. Ach, guck mal, das ist dieser Riss. Ach. Da können wir uns doch aus der Wand rausbauen, eigentlich. Mitten im Dorf so ein Riss, ne? Wie böse eigentlich, ey. Das Dorf ist auch sehr unübersichtlich, aufgrund der Tatsache, wie es generiert ist. Salz nehmen wir natürlich auch gleich mit. Da können wir uns wieder Energies machen. Ja, Energies. Das ist unser Geheimgang in das Dorf. Das ist eigentlich ganz cool, ne? So, jetzt gehe ich hier lang. Ja, noch einmal. Wir bauen uns wieder ins Dorf. So, jetzt bin ich wieder runterfallen. Wo war denn das? Hier vorne irgendwo. Hier. Mist. Habe ich was zum... Ah. Die Bücher nehmen wir uns mit, ne? Die gönnen wir uns. Die wissen mit sowas gar nichts anzufangen. So. Oh. Ah. Hier hinten ist schon wieder. So, da lang geht's. Gucken, ob es hier wieder irgendwo. Das ist so toll generiert, das Dorf, ne? Da kommst du ohne Probleme überall lang. Und ich mache erstmal wieder 20 Minuten Folgen. Na, ich fange ruhig an wieder. Genießen und ruhig anfangen. Die ganze Geschichte wieder. Ah, guck mal, da unten ist das restliche Dorf. Alles klar. Da hinten ist ein Turm. Eine Burg ist aber nicht hier, hä? Eine Burg gibt es nicht, oder? Mist, bin ich runtergefallen. Bienen. Oh, Bienen. Ich esse mal kurz was. Mal gucken, ob ich mit Sprinten und Springen darüber komme. Ich
Geronimo! Ja. Denn Honig. Oh, Honig werden wir brauchen. Kommen überall die Goblins, ne? Oh. Tag. Schönen guten Tag. Was verkaufst denn du hier? Landminen tauscht er gegen. Ne. So, ich bediene mich mal bei Ihnen, ja? Sie brauchen das ja nicht, ne? Das Gute ist, wir haben. Tada! So. Ein Rucksack, ja. Ich kann heavy, wenn ich einen Rucksack habe, ne? Ah, das können wir umbenehmen. Ups. Da hinten ist noch eine Schmiede. Wir gehen mal nach unten. Oh, pinke Blume. Meins. Will haben. Ist das... Okay. Hallo? Wieso sind die Riesenhäuser eigentlich immer leer? Da ist nie was drin, ne?